Servus, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und diesmal was ganz, ganz anderes. Ein fucking Unboxing. Ein Süßigkeiten-Unboxing von Sugar Gang. Ich habe keine Kooperation mit denen, okay? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Warum hatte ich da Bock drauf? Ich habe absolut keine Ahnung, aber ich schaue mir das sehr gerne selber an. Und in Zukunft, ja, deswegen müsst ihr ganz, ganz, ganz brav auf Abonnieren und auf Liken und auf Instagram folgen und so drücken, weil da wird es noch mehr davon geben. Also meine Freunde und ich, wir planen das einmal im Monat zu machen. Und das ist jetzt der erste Probelauf. Ja, das hier ist so zusätzlich, habe ich auf der Seite gefunden. Okay, das hier sind einmal so Hershey's Cookies and Cream Dipped Brezen. Das sind diese Snack-Brezen. Okay, das habe ich extra hinzugefügt. Und hier M&M's mit weißer Schokolade. I don't know. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, was hier drin ist. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier noch drin ist, bis auf eine Sache. Und dann würde ich sagen, ich rede nicht weiter um heißen Brei herum. Ich habe hier auch schon alles ready. Ich habe hier ein Schneidebrett, ein Glas für, wenn da Getränke drin sind, und ein Wasserglas für, wenn irgendwas ganz Schlimmes dabei ist. Deswegen, ja. Und falls ihr euch fragt, wieso ich hier sitze, ich habe hier eine Lampe, die meines Erachtens ein bisschen zu tief hängt. Und ich fange einfach mal an, okay? Also, wir haben einmal hier die Cookies and Cream Hershey's. Hier die M&M's mit weißer Schokolade. Das hier habe ich auch noch extra hinzugefügt. Das ist eine Coca-Cola Vanille. Okay, also absolut keine Ahnung. Ja, also mal sehen. Hier ist einfach eine Maske drin. Eine Danke dafür. Okay, das ist crazy. Oh Gott, ich habe hier schon Hotten Spicy Mandeln. Wollt ihr mich umbringen? Oh Gott, ich kann ja gar nicht mit so scharf, okay? Also, okay, wild. Dann haben wir einen Kaugummi, einen Reese's Take 5, ich glaube Riegel oder irgendwie so Bites oder sowas. Ein Hello Kitty Getränk mit einem Sticker. Da ist ein Sticker dabei! Und dann haben wir Ananas Fanta und Warheads Sour Blueberry. Dann haben wir Mike und Ilke, whatever, keine Ahnung, irgendwelche Süßigkeiten. Dann haben wir Sour Patch Kids, Rice Crispy Marshmallows, dann ein Kinder Creamy, Pocky, Schoko, fangen wir einfach mal damit an. Hershey's Cookies in Cream. Oh. Aussehen. So. Ganz wild und ganz weird irgendwie auch gleichzeitig, ne? Diese Breze kommt ja so krass durch, ne? Nummer 1 bestanden. Dann würde ich sagen, wir probieren was zu trinken. Die Cola Vanille. Okay, es riecht jetzt wie normale Cola. Es schmeckt eigentlich wie normale Cola. Nur so ganz, 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 ganz wenig so im Abgang mit Vanille. Dann machen wir auch einfach gleich das hier, was ich dazu bestellt habe. Okay, okay, mhm. Das ist schon geil. Sollen wir das Hello Kitty Getränk probieren? Ich möchte den Sticker haben. Huh. Das schmeckt wie so ein ganz, ganz krasser Erdbeereistee. Extrem süß, also wirklich, wow, Alter, das ist sowas von süß. Kinder Creamy. Hier ist auf der Rückseite ein Löffel. Gab's die nicht in Deutschland auch? Da sind so kleine Crispy-Dinger drin. Was soll ich sagen? Es ist halt diese Kindercreme mit so Crispy-Dingern drauf. Mhm. Also das zu vernichten war sowas von wichtig. Ich glaube, allein das reicht mir eigentlich schon. Dann probieren wir diese Dinger hier, oder? Ich hätte gern von jeder Farbe eins. Erdbeer-Banane. Schmeckt wirklich nach Erdbeer-Banane, aber halt hart künstlich. Es hat was von Jelly Beans. Kiwi-Banane. Wenn ich nie wüsste, dass Kiwi draufsteht, würde ich sagen, es ist, I don't know. Es ist auf jeden Fall nicht Kiwi. Aber es ist richtig klebrig. Jetzt kommt Caribbean Punch. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Es schmeckt sehr, sehr weird. Paradise Punch fühle ich nicht.
schmeckt auch richtig, richtig weird und das sollte jetzt einfach nach Mango schmecken. Bitte schmeckt nach Mango. Das schmeckt nach Capri-Sonne. Okay, also wenn ihr eine Bewertung haben wollen würdet, von der Skala von 1 bis 10 ist das so eine 5. Es schmeckt nicht kacke, aber ich stehe halt auch nicht so auf Jelly Beans und das ist so eine Art Jelly Beans für mich. So. Wer so Jelly Bean-artiges Zeug mag, kann sich das gönnen. Gut, dann würde ich sagen, wir probieren die Ananas-Fanta. Sieht aus wie Gift. Cheers. Okay. Okay, das ist wild. Das schmeckt sehr, sehr, sehr wild. Mhm. Das schmeckt sehr geil. Also Ananas-Fanta schmeckt sehr, sehr geil. Ich stehe nicht so auf diese ganz pappsüßen Getränke. Aber die sind... Boah, das ist so lecker. Okay, also das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Buka. Ich glaube, das heißt für Push. Das heißt für Push. Ich glaube, das steht für Drücken. Oha, das riecht wie... Das riecht wie Kakao. Hier sieht man es besser. Das schmeckt wie Brownie. Damit so Cake Pops. Also oben noch so eine Kuchenkugel draufstecken, weil dann muss man nichts mehr wegschmeißen. Machen wir jetzt Sour Patch. Ja, das sind einfach saure, süße Dinger. Die müssten geil sein, weil ich liebe so süße... Ja, mhm. Die müssten geil sein, weil ich liebe so saure Gummibärchen. Oh, die riechen krass. Das ist von Mondelez. Das wusste ich gar nicht. Also abgesehen davon, dass ich liebe, dass es so schön schrill und bunt ist. Ja, ist nicht schlecht. Okay, dann würde ich mal das letzte Getränk aufmachen. Oh mein Gott, ich glaube, das wird sauer auf eine unangenehme Art. Yo! Alter, dieses Blau, ne? Das Getränk fühle ich nicht. Nee, ich liebe saure Gummibärchen. Aber dieses Getränk, ich weiß nicht, da wird es so komisch im Mund. Wisst ihr, was ich meine? Mein Magen krummelt jetzt schon. Dann jetzt Reese's, bitte. Das schmeckt ganz pervers. Also Reese's alleine feiere ich nicht so, okay? Und ich bin voll der Schoko-Mensch. Aber diese Kombination ist schon geil. Ja, da bleibt jetzt nichts anderes übrig, außer diese Marshmallows hier noch zu probieren. Es riecht so komisch. Warum riecht das so, wie es riecht? Oh, warum? Oh Gott, das riecht so künstlich. Das schmeckt wie, wenn du Lion's Cereals, also die Cornflakes, zu lange in der Milch gelassen hättest, die Milch abgeschüttet hättest und dann das wieder getrocknete Lion's Cereals gegessen hättest. Jetzt habe ich hier so ein ganzes Ding davon. Warum stinkt das so? Warum stinkst du so? Steht auch nichts mit Riffy Scoville oder so. Das hat, hier steht eine Hot Spicy Almond und das ist eine Almond, die halt Feuer spuckt. Oh mein Gott. Spicy. Mein Freund würde sagen, sie sind nicht scharf. Aber ich glaube, der findet es geil. Ich glaube, der wird es geil finden. Das ist schon, also mir ein Ticken zu scharf. Sie schmecken aber lecker. Ich muss wirklich sagen, sie schmecken lecker. Nur ist es mir einfach zu scharf. Okay, zum Schluss gönnen wir uns einen Kaugummi, ha? Das kann man hier irgendwie komplett aufmachen und dann wieder zumachen. Oh, warum riechen die so sauer? Das sind so kleine Kaugummi-Würfel. Kann man gute Blasen mitmachen. Fazit, okay? Let's rate this shit. Das hier ist eine 7 von 10. Ich mag Schokolade. Völlig in Ordnung. Diese Spicy Mandeln würde ich sogar, ich würde sogar sagen 8 von 10, weil ich mag so, ich mag Nüsse, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich mag solche Things. Deswegen 8 von 10. Die Cola kriegt eine 5 von 10, weil es schmeckt meiner Meinung nach halt einfach nur wie normale Cola. Nur so ein bisschen Vanille angehaucht. Die Fanta ist actually eine 9 von 10, okay? Also ich mag Ananas sehr gerne und das kickt wirklich. Also die ist wirklich wild, mag ich sehr, sehr gerne. Diese sauren Gummibärchen sind geil. Also kann ich halt einfach nicht sagen, sie sind einfach geil. Also so eine 8 von 10. Dieses Ding hier ist, keine Ahnung, es ist eine 5 von 10. Es ist nicht kacke, es ist nicht schlecht. Dann haben wir hier diese Dinger. Ich glaube, ich habe da schon mal eine Bewertung zu abgegeben. Das ist eine 5 von 10. Das hier ist absolut nicht mein Fall. Ich glaube, Leute, die so richtig hart auf so Säuregetränke stehen, für die wäre das was vielleicht. Dieses Hello Kitty Getränk ist wild. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr süß. Kriegt einfach von mir eine 7 von 10 wegen dem Sticker. Ich mag Hello Kitty. Deswegen M&M's, die sind ganz, ganz klar eine 9 von 10. Die sind einfach krass, okay? Also, die sind einfach wirklich krass. Also,
Die sind geil, die sind wirklich geil. Und dann haben wir hier Hershey's Cookie and Cream. Ist irgendwie eine wilde Kombi, dieses Salz und Süße. Ich persönlich glaube aber, dass ich nur die Brezen alleine bevorzugen würde. Mein Fall ist es jetzt nicht, also würde ich sagen, ist eine 7 von 10. Reese's 8 von 10, ganz klar. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende vom Video angekommen. Gott sei Dank war nichts Ekelhaftes dabei, aber mein Magen hat jetzt schon keinen Bock mehr. Deswegen, ich werde die Sachen jetzt aufräumen und keine Angst, es wird nichts weggeschmissen. Die Getränke werden auch ausgetrunken. Hier ist ja Gott sei Dank sogar von alleine ein Deckel drauf, das werde ich schon wegtrinken. Und ansonsten gönnen mein Freund und ich uns die restlichen Sachen rein. Und ich frage ihn dann, was er von den Sachen hält. Und wenn ihr wissen wollt, was mein Freund dazu sagt, dann folgt mir doch auf Instagram. Ja. Weil ich werde ihm jetzt dann später, wenn er vom Gym nach Hause kommt, ein bisschen zwingen, hier mal ein paar Sachen reinzuprobieren. Ansonsten, ich freue mich auf die nächsten Unboxings. Da werden meine Freunde auch dabei sein. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und mal so ein bisschen schaut, was ich noch so auf Social Media mache. Zum Beispiel auf Instagram. Wie ich schon gesagt habe, auf Instagram oder halt dann auf Twitch. Und ansonsten, herzliches Danke. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Klickt das nächste Mal rein und keine Ahnung, vielleicht schaut ihr mal selber bei Sugar Gang dabei. Wie gesagt, das ist keine bezahlte Partnerschaft. Ich finde es so cool, dass sie solche Boxen anbieten. Dankeschön. Bis dann.